Also, es freut mich, dass ihr hier seid. Mein Name ist Sarkowski, ich bin Sarkowski und wir schauen uns die Ausstellung Berlin Zentrum der Netzkunst damals und heute an. Und ich mache eine kleine Führung. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier in der Panke-Galerie im Berlin Wedding im Panke-Club. Ja. Und wen haben wir noch zu Gast heute? Genau. Annika Meyer, hallo. Hallo Annika. Ja, und die Panke-Galerie gibt es jetzt zwei Jahre und das ist die erste Gruppenshow, die erste große Gruppenshow, die wir hier machen. Hier am Eingang sieht man zuerst im Grunde den kuratorischen Gedanken. Man sieht hier die drei Hauptthemen, die sich ergeben haben. Damals und heute als Hauptschwerpunkte der Ausstellung. Das sind halt einmal diese Browser-based Arbeiten, wo man sagen könnte, sind eher so die klassische Definition von Netzkunst, die damals so war. Netzkunst ist eine Kunst, die mit dem materialen Netz arbeitet, im Netz arbeitet und dann Möglichkeiten und Grenzen austestet und das Material selbst reflektiert. Dann auf dem Gegenüber ist dann eher, würde ich sagen, so ein modernerer Topic, eben Social Networks. Und in der Mitte, so dazwischen, steht eben halt diese Startup-Ästhetik, die für Berlin auch sehr wichtig war. Also Berlin Zentrum der Netzkunst ist irgendwie so ein bisschen ein fetter Titel, aber es ging hier doch schon darum, das, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Ja. Und es ist ein sehr persönlicher Überblick und es ist nicht ein Kanon oder so. Und es ist auch keine Überblicksausstellung oder irgendwas. Es ist auch keine historische Ausstellung, sondern der Ansatz ist eher zu überlegen, was war hier so besonders oder was so, war so wichtig, was ist vielleicht nicht so populär oder bekannt, und es zusammenzubringen. Und eben, was ist nicht so bekannt, da kann man dann eben sehen, diese gezackelten Linien hier kennzeichnen die Arbeiten, die nicht mehr da waren, die aber für mich Hauptwerke waren in den 90er Jahren und die total wichtig waren und die wir eben halt hier für die Ausstellung rekonstruiert haben. Und eigentlich bilden die, wie man sieht, das Zentrum der Ausstellung, um die sich dann eigentlich alles andere herum dreht. Und man sieht dann immer hier so die Beziehungen der Arbeit, also der Künstler untereinander. Und mit den schwarzen Pfeilen und mit diesen gestrichelten sind eher Assoziationslinien. Okay, cool. Genau. So, können wir was fragen? Ja, klar. Ja. Okay, woran machst du fest, also wie hast du entschieden, dass es jetzt wie hast du die drei oder vier Arbeiten, sind das jetzt als wichtig ausgewählt? Das Wichtige war sozusagen für mich, oder das Interessante war für mich, dass sie eben nicht mehr da waren. Okay, das war und dass ich die einfach wirklich rekonstruieren wollte, weil ich fand die wichtig so und dass man kann dann nicht mehr darauf verweisen. Mhm. Es gab auch noch andere, die nicht da waren, aber die waren für mich jetzt persönlich relativ wichtig, weil sie auch relativ berühmt waren. Cool. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Grafik. Ja. Let's do it. Sieht auch, da ist gerade falsch gezackt, sehe ich gerade. Soll Frank, das war ein ganz. Bei Selfie. Aber genau. Genau, so kommen wir rein in die Ausstellung. Und gleich hier vorne ist eigentlich eine Arbeit, die alles so zusammenfasst. Und zwar ist es die Arbeit Clubnetz. Ja. Und es ist jetzt eine Rekonstruktion von einem IAC-Channel, der damals installiert war in den Berliner Clubs von der Internationalen Stadt. Und es war der Ansatz der Internationalen Stadt, um eigentlich Terminals in die Stadt zu stellen, um ihre internationale Stadt für allen zugänglich zu machen. Das war damals noch diese Utopie von der Stadt als Abbildung, also des Internets als Abbildung auch von der Stadt. Also das ist jetzt ein Chat, den wir hier sehen, der ist von... Wann ist der? 1994. Und das sind die Logfiles, die wir aus Backups wieder rekonstruiert haben, zusammengestellt haben. Ich habe mit den Künstlern zusammengearbeitet, die haben Bots geschrieben, jetzt schreiben die aber wieder. Ja. Und wir haben halt einen Programmierer beschäftigt, also wir haben mit den Künstlern überlegt, wie machen wir das. Man kann dann hier vorne sehen, wie das damals installiert war. Hier so eine alte Maschine, so sah es halt aus, dieser VT. 100, so war das installiert, damals in den Clubs. Und wir hatten jetzt überlegt, installieren wir diese alten Maschinen wieder? Und dann dachten wir, aber nee, in dem Falle wäre das eigentlich nur noch so, für Maschinenfetisches.
Und das hier ist der Server dazu. Das, ne? ist gerade der Server hier. Ja. Und der steht eben hiermit in Verbindung. Und das Wichtige ist, dass wir dann eben halt gedacht haben, okay, wir reinterpretieren das und haben eine App programmiert. Mhm. Und man kann jetzt eine App runterladen und man kann die halt sich installieren und man kann halt wieder chatten in den Clubs, wenn man will. Aber man kann natürlich überall chatten. Und ich fand es natürlich aber genau das Spannende an der Arbeit, dass sie, ohne das zu wollen, sozusagen eigentlich ein altes Medium, also diesen textbasierten Chat, den gibt es ja heute wieder. Ja. Es gibt ja wieder so festzustellen, diesen Rückzug aus Facebook und den großen sozialen Netzwerken zurück in diese intimen Messenger, wo Leute eben halt auf WhatsApp oder Signal oder Telegram oder so Telegram eben halt so Chatgruppen aufmachen und sich wieder austauschen. Und in dem Sinne aktualisiert sich plötzlich auch diese formale Ebene wieder. Also ASCII und Emoticons werden wieder sozusagen so formale Elemente, die es damals schon gab, die wieder auftauchen. Und wenn man das so sich durchliest, sieht man auch, dass die Probleme und Diskussionen immer noch dieselben sind. Das ist auch sehr schön. Ja, es geht um die Frage von, wie positioniere ich mich, Identität, Anonymität, Brand als Künstler weil ich und so. Dann gibt es sehr viele Momente, die heute eben noch total aktuell sind. Und ich denke, also das ist eine Arbeit, die sozusagen schon so ein Zirkel hat von damals und heute. Hier wird gerade dramatisch. Er schreibt mir Tag und Nacht, doch weiß ich nicht, warum er flieht, sobald er mich nur sieht. Ja. Es ist das Schicksal, was nur weiß, wie mir geschrieben wird. Schön. Ein kleines Gedicht. Und in dem Zusammenhang ist dann die nächste Arbeit, das ist die ist auch eine längere Arbeit, die ist zwischen Mailbox von Jody, die ist von 95, glaube ich, bis 2007. Wer ist denn Jody? Ein Künstlerduo, ein Netart-Duo aus Belgien, Holland, John Hernskeek und Dirk Peesmans. Und die haben ihre Mailbox, also 10 Jahre ihrer Mailbox hier veröffentlicht. Und die haben eben halt auch den Text oder Mail als Format verstanden ihrer künstlerischen Arbeit. Unter anderem, also die haben auch andere künstlerische Arbeiten gemacht, aber Mail war immer wichtig. Und Text als Bildform verstanden und als ästhetische Form verstanden. Und deswegen steht die eben halt so im dichten Zusammenhang zu diesem IAC. Und leitet dann meines Erachtens nach auch irgendwie in einem Denken für mich über zu dieser Arbeit von, die wir auch rekonstruiert haben, von Sebastian Lübgaard, implore.com, die sich eben halt auch mit diesen formalen Fragen nach Text oder nach der formalen Seite des Webs ausrichtet und die befragt. Und da kann man hier, so sind so ein paar Beispielseiten, die man aufrufen kann, hier wegen mir Google.com. Und dann braust man eben halt jetzt hier durch den Implore. Der Implore explort nicht, der implort eben daher. Hast du eine Webseite, dann können wir die ja hier mal eingeben. Also das ist sozusagen eine interaktive Installation. Willst du mal eingeben? Ich weiß nicht, gib du mal an. Ich hab keine. Du hast keine? Ich hab nur Instagram. Ja, dann gib mal Instagram ein, mal sehen, was passiert. Soll ich mal Instagram eingeben? Ja, mal sehen, was passiert. Geht denn das? Keine Ahnung. Also ich glaube, Instagram, da sieht man das bestimmt auch wieder. Jetzt können mir alle folgen. Naja. Machen wir Eis. Oh, da warst du auch früh dabei, dass Annika noch frei war? Nein, ich habe später bekommen. Ich habe mich gefragt. Ah, oh, ne? Aber siehst aber? Du, da lädt er, der blaue, es dauert scheinbar eine Weile. Ja, und das ist eben halt eine Rekonstruktion, das ist eine Emulation, die läuft jetzt halt hier nur auf dem Rechner. Also man kann sie jetzt halt, es geht zwar ins Netz, aber man kann sie halt nicht abfragen. Und ich glaube, das ist so mit Instagram hat er ja vielleicht noch Probleme. Muss man auch warten. Auf jeden Fall haben wir für diese Galerieinstallation sozusagen eine Installation im Schatten. Ja. Vandalismus. Oh Gott. Und also um diese formalen Gedanken sozusagen, Netz als Medium oder Mail als Medium oder Text als Medium, das ist hier so, schließt für mich eben halt an. Das ist eine frühe Arbeit von Holger Frieser, die ist auch von
95, die hat er auf Think.at gemacht, aber Think.at gibt es auch nicht mehr. Das war also Teil von dem Netzwerk, The Think. Ja. Da gab es Think New York, gab auch Think Berlin und eben Think Vienna. Und auf Think Vienna hat er diese Arbeit gemacht. Und Think Vienna ist leider irgendwie im Research-Prozess verloren gegangen. Ich glaube, der Server steht jetzt gerade in Leipzig, dann vorher in Graz und davor in Linz. Und irgendwie ist er leider vom Netz und wir bemühen uns, den auch wieder ans Netz zu bringen, aber haben hier nur so Fragmente, die Holger Friese selber aus seinem Archiv geholt hat, die er dann auf seinen Server für die Ausstellung gelegt hat, weil er hat nämlich damals dieses Interface für The Thing programmiert. Also nicht programmiert, gestaltet, designed. Und deswegen hat er aus der Präsentation noch die Daten übrig gehabt, sozusagen, und konnte rudimentäres wiederherstellen. Und natürlich hat er seine eigene Arbeit gebackupt, und die ist hier. Und wir führen die sozusagen auf dem Netscape 2.02 auf, also dem passenden Browser eigentlich dazu. Und auf einem super alten Mac. Auch und auf einem Mac aus der Zeit. Ja. Den wir dann über so einen Hub laufen lassen, der dann auch die Geschwindigkeit von der Zeit ungefähr wiederherstellt. Ja. Also langsam. Das ist die Arbeit, ja. Und die connected noch hier. Obwohl die eigentlich nur, da mit dem roten Pfeil rechts, obwohl die eigentlich nur eine Tabelle aufruft und ein GIF, wenn ich das so verrate. Aber ja. Das muss man sich selber man kann angucken. Jetzt eben halt hier auch gar nicht interagieren, obwohl es sozusagen dieses Linkblau ist. Mhm. Ja, aber also es verweist zwar eigentlich auch, ich kann hier klicken, aber wenn ich jetzt hier klicke, das ist nichts. Und ich kann jetzt eigentlich nur über den Browser mich der Seite nähern. Und dann gibt es hier ganz hinten, also ich kann das dann jetzt hier verraten, glaube ich, gibt es ganz hinten am Ende, also unendlich, fast unendlich, ja. Also die Arbeit heißt unendlich fast, gibt es hier ein GIF, was er gefunden hat, was er gemacht hat, als er eine EPS-Datei geöffnet hat. Da waren Unendlichkeitszeichen drauf und dann hat er das gescreenshottet und das GIF hat er dann hier reingemacht. Und diese EPS-Datei zeigt es halt in einem PostScript und das ist sozusagen auch so eine Medientransformation, also wo er eben halt vom PostScript-Code zu diesem EPS-proprietären Format, dann mit dem GIF, was jetzt auch ein proprietäres Format, ein Bild erzeugt hat und das Bild dann in diese Tabelle verschachtelt hat. Und die Arbeit gab es auf der Documenta zu sehen, 1997? Die gab es dann auf der Documenta 97 zu sehen, ja. Also ich glaube, man muss das GIF selber suchen. Ja, ich glaube auch. Aber das ist ja total aufregend. Ja, willst du unbedingt mal sehen? Dann musst du das finden. Dann musst du mal, wir müssen mal irgendwie, ich glaube... Das hast du so doll gespoilert. Ach, wir können das auch, was man ja eigentlich machen muss, wenn man jetzt sozusagen richtig wie kann man denn jetzt hier den Fuse Source Code, wenn man jetzt sozusagen richtig sich die Netzarbeiten anguckt, muss man ja auch immer sozusagen den Kontext ansehen und natürlich auch sich den Source Code ansehen. Ich meine, das war ja das Großartige an den Netzarbeiten, dass jeder das kopieren konnte. Und jetzt sieht man, wie das gemacht wurde. Der Titel und dann eigentlich nur zwei Tabellen, die miteinander verschachtelt sind. Und wo die eine Weite so extrem übertrieben ist, dass sie eigentlich sozusagen dann ewig lädt. Und hier gibt es dann natürlich dieses GIF eingebaut. In sozusagen so einer Tabellenzeile. Und das müssten wir jetzt eigentlich doch klicken können, denke ich mal. Ende GIF. Also, warte mal. Das kannst du oben eingeben. Ja, denke ich mal. Es gibt ja noch keinen rechten Mausklick. Das ist alles so kompliziert. Man muss das jetzt kopieren. Und kann man nicht raufklicken? Ich dachte, ich kann raufklicken. Nee, nein, kann ich weiter. Nicht. Okay, wir können uns jetzt vorstellen. Nee, jetzt musst du noch warten. Mach einfach hier aus dem HTML. Mach da aus dem HTML ein GIF. Nee, ich mach... Ah ja, das kann ich auch machen. Das ist jetzt auch reinkopiert. Oh wow, ich bin in der Webseite auf der Seite. Ah, ja. Okay, hier ist jetzt genau. Eine neue Seite. Das Modopol-Magazin, das klingt einfacher als Instagram. Ja. Ja, da sieht man auch wieder, ich finde auch Instagram und Facebook, die sind eben halt sozusagen ihre eigenen Universen. Die kann man, da kann man eben halt nicht eigentlich wirklich mit einer API ran oder so. Also da kann man eigentlich nicht drauf zugreifen. Funktioniert natürlich mit Scripts, nee.
Also die haben sich sozusagen so verabschiedet vom öffentlichen Netz. Das ist das GIF jetzt. Ah ja, hier, jetzt haben wir es gefunden. Aber das ist ja eigentlich jetzt ein bisschen... Geschummelt. Na, nicht nur schummeln, es ist auch brutal. Ja. Also es ist jetzt schon wieder diese kunsthistorische Näherung, wo man alles zerpflückt und auseinander ja. Das ist dann das Zeichen. Ja, und dieser Zusammenhang sozusagen, dass man damals mit Tabellen im Grunde versucht hat, Dinge, also ja, sagen wir mal, Elemente, grafische Elemente auf der Seite zu positionieren, um eben halt einen ästhetischen Effekt zu haben und nicht nur irgendwie Texte oder Inhalte zu vermitteln, finde ich, greift auch diese Arbeit ein bisschen auf, weil das ist eine Arbeit aus der Serie Search by Image von Sebastian Schmid, wo er halt mit einem transparenten Spacer anfängt, den einzugeben in Google Image Search und dann auf der Ergebnisseite das erste Bild hier aussucht, in den Film packt, hier ist Starting with a Transparent Spacer und dann das fortsetzt und jedes neue Ergebnis ergibt dann einen Frame sozusagen von dem Film. Und man sieht eben halt hier diese ganzen Gestaltungselemente, ja, im Grunde wurde der Spacer ja damals benutzt, um eben auch Elemente zu platzieren und zu verrücken und so. Von wann ist die Arbeit? 2011, glaube ich. Nee, oder später sogar noch. Müsste man jetzt mal nachgucken, nicht jetzt nervös. Soll ich mal das Heft holen? Nee, brauchst du nicht. Ist okay, aber es ist halt nicht mehr 1990, sondern das ist, in den 10 Jahren schon. NetArt, Neuzeit. Ja. Mhm. Ja, ich meine, das ist 2002 gewesen. Ja. Arbeit, die meines Erachtens nach eben halt also diese, so eine formale Arbeit, die sich meines Erachtens nach deutlich bezieht auf eine frühe Netzarbeit, eben halt Ost von Jody, wo sich auch diese Fenster halt in schwarz öffnen, die, und dann auch zu einem Abschluss führen, bei diesen Pausern, die wir gerade so gesehen haben, bei diesen alten, die waren alle sehr fragil. Und jetzt mit diesem, man könnte sagen, es ist der Blue Screen of Death, ja, mit verschiedenen Schattierungen und man jetzt verschiedene Dinge dazu sagen, aber für mich war es eben gut zu sagen, weil es eine Arbeit ist von einem jungen Künstler in einer neuen Zeit, die meines Erachtens nach immer habe ich die direkt in Beziehung gesehen zu dieser älteren Arbeit von Jodys. Aus der eben halt auch diese M-Box stammt. Also diese M-Box ist auch aus dem Joni Oss und in dem Sinne stehen die für mich alle so in einem Zusammenhang in dieser Frage nach diesen Materialitäten des Netzes. Eine alte, andere Arbeit, die auch wieder neu interpretiert wurde, extra für die Galerieaufführung hier, ist der von Cornelia Solfrank, der NetArt Generator. Und bei der Arbeit finde ich eben auch so interessant, dass sie seit 97 so verschiedene Phasen durchlaufen hat von Aktualität. Also hier kann man seine eigene Netzkunst ganz schnell erstellen, indem man hier auf Create geht, sich einen Titel, sich ein Label so ausdenkt. Künstlernamen, ja. Wir nennen uns Künstler, oder? Wir nennen uns Künstler, genau. Künstler. Und wir machen ein Kunstwerk, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wir machen natürlich ein Netz. Wir machen ein Netzkunstwerk. Netzkunstwerk? Ja, ja, ist okay. Bisschen vertippt. Ich hab's doch nicht vertippt. Nein, das ist diese englische Tastatur. Verdammt. Nestkunst ist auch nice. Z. Hier ist Z. Ja, aber dann siehst du, das ist diese andere. Netzkunst. Kunstwerk. Netzkunstwerk? Auf jeden Fall. Ja? Okay. Ja, Netzkunstwerk. Ach, jetzt hätten wir noch einstellen können, wie viele Bilder wir haben wollen. Jetzt haben wir ja schon zu schnell Return gedrückt. Also wir haben jetzt noch 4 Bilder. Und er hat ein Error. Oh. No images. Warum? Hier, weil hier war vielleicht Künstler falsch geschrieben. Und das stört den? Kann sein. Das habe ich noch nicht bemerkt. Komische Klammer oder so. Ja, probier mal. Nee. Oh Mann, der Vorführeffekt schlägt zu. Na. Das cutten wir alles raus.
Und jetzt haben wir kein Kunstwerk gemacht. Puh. Und dann, wenn du mehr Bilder anklickst? Ich weiß nicht, nee, normalerweise hätte er das schon machen müssen, weil ich dem vorhin geschrieben habe vielleicht. Ah, jetzt macht er was. Nee. Und ist da oben jetzt weg. Ja, ja. Jetzt hat er was geschafft, oh. Also nochmal. Also ja, noch wie? Mal. Lass doch mal kicken erst. Ach so. Ist das jetzt unser Kunstwerk? Das ist jetzt Art, Net Art. Mhm. Und das? Not Art. Und wie funktioniert das? Sie fragt halt bei Google Image Search ab und hat ein Skript, was eben halt dann entsprechend aus dem Titel und dem Namen, denke ich mal, also ein Algorithmus, eine Regel, ja, die sie entwickelt haben, dann eben halt ein Bild erzeugt. Und 97, von wann ist die Arbeit? 97 hat sie das, ja, das erste Mal gemacht. Also es hat mehrere Iterationen und der ist jetzt Nummer 5, NetArt Generator Nummer 5. Und die ersten, den hat sie gemacht, um so ein, ja, ein Preis, die Extensions, wo der erste NetArt-Preis ausgegeben werden sollte, 97 im Museum für moderne Kunst in Hamburg, hat sie 127 Frauen gefragt, ob sie den benutzen und an dieser zu dem Call, zu dem Preis Einreichungen machen. Ah, da haben ganz viele Leute eingereicht. Und vor allen Dingen eben weibliche Künstlerinnen, ja, überall aus der Welt. Mhm. Und dann gab es so Feststellungen, auch NetArt ist ja ganz dominiert von weiblichen Künstlern, so, ja. Weil die Jury das halt überhaupt nicht bemerkt hat, dass sie alle gleich aussehen oder ähnlich aussehen. Ja. Weil es war so neu, diese Art von Kunst, dass also... So eine DDoS-Attacke mit Kunst sozusagen, genau, ja. Und damals sozusagen war es eben halt Thema, eben auch diese Geschlechterverteilung in dieser technischen Kunst, ja. Und dann aber schon kurz danach, 3 Jahre oder 4 Jahre später, ging es eben halt darum, wem gehören eigentlich die Bilder, die da gemacht werden. Ja. Und dann ging es eigentlich um Intellectual Property. Und jetzt kann man ja hier sehen, dann als in der nächsten Iteration wurde aufgezählt, wo die Bilder herkommen. Ja, ja. Und es ging immer um die Copyright-Diskussion. Und dann war es Copyright-Diskussion und jetzt haben wir halt für diese Galerie, für die Galerieinstallation entschieden, das zu thematisieren. Ach, oh, traurig. Oh nein, ist das mein Kunstwerk? Ja. Error. Cool. Jetzt finde ich keinen. Nein, wir probieren es nochmal mit mehr Bildern vielleicht. Und so lange geht's. Okay. Und jetzt ist es halt so nach 100 Abfragen. Wow, hier ist es. Guck mal, meine Kunst. Nach 100 Abfragen schließt Google den Service. Ah. Und jetzt geht die Arbeit halt mehr darum, sozusagen, dass man ja von diesen großen Firmen eben die Services begrenzt bekommt. Ja. Und am Ende sozusagen von den 100 Abfragen gibt es dann diesen Text von Google, den kann man sich dann mitnehmen, weil über die Ausstellungsdauer, also über den Tag, meistens sind die 100 dann voll. Und im Augenblick kann man die Webseite halt nicht besuchen, ja, sondern man muss hierher kommen, um die Webseite benutzen zu dürfen. Okay. Weil wir haben nämlich dann nur 2400 Netzkunstwerke, die man generieren kann und die sind sozusagen, die kann man jetzt hier sehen, das sind 2400 leere Vierecke, die jetzt so Stück für Stück über die Ausstellung gefüllt werden. Und das ist seit der Opening letzte Woche hier? Das war die Opening letzte Woche, ja, wo man schon sozusagen sich die einzelnen Arbeiten ansehen und sieht dann so die Titel und die Künstler. Ja. Und das hat es auch immer schon so gegeben auf der Webseite dann damals? Ja, also in der letzten Iteration, in der 5. hat es das so gegeben. Die Galerie. Ja. Und im Grunde diese Frage nach eben halt Geschlechterverhältnis, sozusagen Freiheit und Selbstbestimmung in Distribution und Produktion. Mhm. War eben halt auch schon in den 90ern ein wichtiges Thema und die Eva Grubinger hat mit CRC, mit diesem Computer Aided Curating, Versuch unternommen, eigentlich genau diese Vorherrschaft zu brechen von diesen Star-Kuratoren und zu sagen, hey, wir haben die Produktionsmittel und Distributionsmittel ja in unserer Hand, wir müssen nicht uns abhängig machen von irgendwelchen Supermännern da oder so und wir können es selbst machen. Und hat dann mit Thomas Kaulmann zusammen eine Oberfläche programmiert, die meines Erachtens nach eben halt das auch also
als, nicht nur als Konzept, sondern auch als technische Realisation ihrer Zeit weit voraus war. Die hat halt eine Oberfläche programmiert, in der im Grunde, man könnte es heute vergleichen, so wie mit MySpace, also wo sozusagen ein HTML-Baukasten da war für Künstler, die konnten die dann einladen und dann konnten sie sozusagen einfache Tools benutzen, die so grafisch waren, um Kunstwerke dort zu produzieren. Und dann in Zusammenhang zu stellen. Und dafür hat sie dann also für damalige Verhältnisse höchst ungewöhnlich so Image-Maps gehabt und so ein eigenes Interface entwickelt. Also hier kann man dann sozusagen sehen, wer hängt, also wir kommen von hier, soweit ich das jetzt noch verstehe, wie sich das Internet, wie sich das Interface sich mir erschließt, gehen hier lang, da hängt dann noch hier das dran. Und hier unten hängt das dran. Wenn wir jetzt zu Pit gehen würden, dann würden wir sozusagen hier, von hier wieder kommen und da hängt jetzt wieder diese Agentur dran. Also wir sind jetzt hier bei Pit und da hängt jetzt der dran. Kann man das verstehen? Ja, gehen wir mal Pit rein, genau. Du kannst auch noch anklicken. Genau, und jetzt geht man in die Arbeit rein und hier sieht man eine ganz frühe Arbeit von Pit Schulz, meines Erachtens nach die einzige Arbeit, die er wirklich gemacht hat. Und das ist so die Startseite, wie man es so sieht. Und jetzt geht man hier Enter the Exhibition of Pit. Ist das Orgasmotron-Projekt gewesen. Aus welchem Jahr ist diese ganze CAC-Geschichte? 95. Auch 95. Ja. Hier, die Cloud, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Brain Orgasm. Back to Foyer. Wow. Ja, sehr nice. Also, man, das ist eine richtige Arbeit, wo man jetzt auch wieder lange browsen kann, die aber eben nicht mehr im Netz waren. Und ja. Stolz sind, die zu zeigen, aber das ist eher sozusagen ein Nebeneffekt. Wir zeigen eigentlich das System von Cornelia, weil ich das wichtig fand, zu zeigen, dass es sozusagen Ansätze gab, eben halt auch soziale Netze. Von Eva zu bauen, von Eva Grubing, ein Schirm. Soziale Netze zu bauen in der Zeit. Ja. Und eben vor allen Dingen das auch das Internet. Was ist das eigentlich? Das habe ich letztens auch gesehen. Ein Preis an einer Satellitenschüssel. Das, ich glaube, das war der Preis, oder? Ja, aber ist das jetzt, ist das so eine, ich meine, da gab es ja noch nicht mal eBay und so weiter. Ich habe auch, also das ist auch wieder halt eine Arbeit. Hier werden aber Sachen verkauft. This is the first Demonstration. Ah, das ist immer noch so Orgasmotron. Ah ja, okay. Hm, ja. Man kann das Das war kaufen. Eigen- und Art-Galerie. Ah, okay. Das wurde bei Eigen- und Art gezeigt. Also, ja. Genau. Ja. Back in the days. Ja. Genau. Und also für mich war wichtig sozusagen, dass auch dieses Interesse da war, das Netz zu benutzen, um Transparenzen herzustellen von Netzwerken, von Zusammenhängen, von Kontexten. Ja. Und das ist so eine frühe, ein früheres, richtiges, ja, angewandtes Projekt, würde ich sagen, wo sie das eben halt nicht nur diskutiert haben, sondern wirklich gemacht haben. Und das habt ihr komplett wieder hergestellt, weil das gab es jetzt gar nicht mehr. Ja, also das Werk war sozusagen in einem Backup. Wir haben eigentlich hergestellt, das gesamte Computer Edit Curating, da haben wir dann noch von Joachim Blank diesen Rechner bekommen, den er 20 Jahre in seinem Büro stehen lassen hatte. Naja. Und wir waren nicht ganz sicher. Und Brandon Hover, der total uns geholfen hat hier bei der Ausstellung, der hat ihn dann wieder eigentlich auf Vordermann gebracht und Pro 5 installiert, glaube ich, und die ganzen Libraries abgedatet und so. Und, alte Software. Hat es wieder zum Start gebracht, genau. Und das läuft auch auf einem Rechner, der zu der Zeit noch aktuell war, also den man tatsächlich noch benutzt hatte zu der Zeit, aber der eigentlich noch älter ist. Ein Quadra 700. Genau. Die Arbeit von der Christine Meyerhofer, die war übrigens dann, hatte eine Nennung bekommen bei diesem Preis, den Cornelia gehackt hat. Aha. Also das ist sozusagen auch alles miteinander verbunden, würde ich sagen, die Zeit. Und die Arbeit auch, ist auch immer noch im Netz. Ist eine der ganz frühen großen Netzarbeiten, die meines Erachtens nach auch viel zu wenig Aufmerksamkeit heute bekommt. Mhm. Ja, auch also, ja, genau. Damals war sie, glaube ich, sehr bekannt, aber heute ist sie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube auch dadurch, dass der Fokus immer auf der englischsprachigen Welt liegt. Na ja. Und das wollte ich eben halt auch nochmal zeigen, dass also auch hier in der Zeit eben sehr wichtig ist. Aber trotzdem, also diese kuratorischen Projekte sozusagen findet man dann in der in dieser Übergangszeit eigentlich von den
alten HTML zu GitHub 2.0 gab es ja dann diese Surfclubs. Ja. Und so wie NastyNets oder Computer Club und so. Und dann gab es ja dieses V-Work auch als Blog. Mhm. Schon sehr früh, wo sozusagen über diese Web 2.0 Tools, würde ich sagen, die Künstler auch versucht haben zu kuratieren, also selbst zu kuratieren. Also da sehe ich sozusagen die direkte Verbindung zu Computer-Aided Curating von Eva Grubinger. Ja, ja. Und das ist eine Arbeit, die ich ziemlich wichtig finde als Scharnier. Sag doch mal, von wem die ist. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, von Katja Nowitzkova. Das ist der Post-Internet Survival Guide. Und es war eigentlich ein Tumblr, wo sie das gesammelt hat. Und dann hat sie das als Buch herausgegeben. Das ist das Originalbuch, was sie dann herausgegeben hat. Und das haben wir dann in einer, sozusagen, gibt es in verschiedenen Iterationen. Hier eben auch wieder so eine Medientransformation, wie wir das schon thematisiert gesehen haben bei Holger Friese gerade vorhin. Haben wir dann hier das E-Book sozusagen als PDF ganz einfach ausgeführt, wo man sich dann hier so in Ruhe hinsetzen kann und sich durchblättern. Mhm. Und dann haben wir es eben hier halt hier als Printout. Und es ist auch das Interessante, als sie den immer präsentiert hat, dass sie den dann so für verschiedenen Formen, also diesen Survival Guide in verschiedenen Formen präsentiert hat, als Installation, als Ausdruck, als Buch. Also ich sehe das sozusagen auch als eine Arbeit, wo dann ganz klar war, dass Internet Kunst nicht nur Kunst ist, die im Internet funktioniert, sondern die sozusagen aus einer Internetkultur entsteht. Wie das Josephine Bosmer jetzt immer so schön sagt, ja. Das Mad Art sozusagen. Also sozusagen Kunst, fast Post-Internet, meinst du? Ja. Naja, schon dieser Art. Genau. Ist das Post-Internet? Weiß ich nicht. Und das ist 2010, 11? 2010. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, das Datum. Ja. Und das ist Han van der Dope. Van der Dope. Van der Dope. Ja. Mit seinem D-Linear Info. Ein Social Network, was er programmiert hat. Was jetzt hier durchgeklickt wird. Also wo er ein Skript geschrieben hat für die Galerie, um es zu präsentieren, wo jede mögliche klickbare Funktion geklickt wird, dass man mal sehen kann, wie das funktioniert. Mhm. Man kann sich eben halt anmelden, einloggen und das ganz normal als Social Network benutzen. Und das sieht auch genauso aus, ja? Das sieht so aus, ja. Also es liegt natürlich an dir, wie du dein Profil gestaltest. Ja. Also du hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und das bringt es eben wieder zurück. Also er hat dieses Interface gestaltet und er hat die Formen und die Zusammenhänge sozusagen, also die Struktur mitgestaltet und das erinnert eben halt, deswegen ist so ein bisschen gegenübergestellt eben Ah ja. Es ist sozusagen eine soziale Service-Seite, die auch sozusagen. Mhm. Für mich hängen die im Geiste sozusagen so zusammen, wie man künstlerische Reflexionen ja. über Netzwerke und Interfaces und Platz. Ja. Gleichzeitig dann aber. Ach nochmal, das ist auch online, da können sich alle anmelden, ne? Jeder kann sich da anmelden, ja. dlinear.info. Genau. Okay. Oder. Ja, das finden die Leute schön. Ja. Damit zusammenhängend ist aber für mich gleichzeitig auch wieder diese mehr formale Arbeit von Konstant Dullerath, von auch 2013 oder 14, ich bin mir jetzt bei der Zeit wieder unsicher gerade. Wo er aber diese ganzen CSS-Styles durchlaufen lässt, hier, also man kann trotzdem auch surfen, also es kommt schon aus dem Netz. Aha. Die Arbeit heißt Default Dissen, aber ist eigentlich sozusagen so ein ständiger Refresh, wo einem diese ganzen Templates gezeigt werden, die man eben damals oder überhaupt benutzt hat, um eben halt diese Blogs oder Content-Management-Systeme zu gestalten. Und das fand ich ein super Kommentar eigentlich auf diese ganze Auseinandersetzung mit dem, wie verhalten wir uns zu den Plattformen, wie stehen wir dazu. Und es zeigt eben halt diese Egalisierung und ja, mögliche Gleichschaltung, weil
aus dem Rahmen kommt man kaum raus, sozusagen technisch gesehen. Also es ist was wirklich anderes als jetzt Harm oder Eva in Katar versucht haben zu machen, sind die Leute, die halt in dem Netzwerk arbeiten. Es hat aber trotzdem total seine Berechtigung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute jetzt alle ihre Netzwerke selber bauen müssen oder so. Man kann auch da total alles drin arbeiten. Deswegen finde ich, habe ich das mehr oder weniger gegenübergestellt. Das ist eben halt die Arbeit von Nadja Buttendorf, die halt in dem Netzwerk sich positioniert. Und was ich eben sehr bewundernswert finde, weil das eine extreme Kraft auch benötigt, um sich da, finde ich, zu positionieren. Und mir kommt es manchmal so vor, als wenn ich habe immer so ein Bild von ihr, das Netz, also so kommt so ein Riesenmeer, ja, mit tausend kleinen Schaumkronen, und sie springt dann aber so als Einzelperson dagegen so rein in diese Masse, ja. Und YouTube in diesem Fall. Ja, YouTube in dem Fall, ja. Und sie macht eben halt diese Tech-Opera hier, wo sie sich eben halt auseinandersetzt auf verschiedensten Ebenen mit Technik, Geschlecht, Identität, auch persönliche Fragen stellt, aber auch kulturgeschichtliche sozusagen mit dieser Frage nach eben halt Robotron als Beispiel für... Was ist denn Robotron? Ist sozusagen die ostdeutsche IBM, würde ich mal sagen. Das war der ostdeutsche Elektronikkonzern, der eben seit den 60ern versucht hat, oder auch seit den 60ern Rechner entwickelt hat und der eben dann in den 90ern abgewickelt wurde, und was eben halt für Dresden, insbesondere also Sachsen, auch fatale Folgen hatte. So. Und diese ganze Entwicklung spielt jetzt nicht, ist nicht der Hauptthema ihrer Arbeit, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Moment in der Auseinandersetzung. Und das finde ich total spannend, weil gerade heute sozusagen sind wir diese Momente werden eben halt wieder neu befragt unter den Bedingungen. Ja. Genau, dafür hat sie dann extra ein Tutorial gemacht. Und was sie, das finde ich auch so gut, dass sie diese Stile aufgreift eben halt aus dieser YouTube-Formsprache. Dass sie eben halt nochmal unten rechts von diesem Let's Player haben, dass sie dieses halt oder diese Effekte von Instagram oder von Snapchat dann halt so übernimmt in YouTube. Dann bezieht sie sich, finde ich, gleichzeitig aber auch auf diese Historie, wie man eben halt für Petra Corporate oder so, die das ganz cool gemacht hat. Und es gibt ja sozusagen so die letzten 15 Jahre, kann man jetzt schon sagen, diese Tradition in den Netzwerken zu arbeiten, und damit setzt sich halt auch auseinander und halt ihre eigene Formsprache, finde ich, entwickelt. Und das Plakat kann man mitnehmen, kann man sich dann zu Hause aufhängen als Erinnerung an die Ausstellung. Genau. Free Posters. Ja. Und dann hier abschließend kommen wir dann zu der letzten Arbeit, eben halt von Simon Denny. Das ist eine Skulptur, das ist aus einer Serie von Skulpturen, wo er mehrere gemacht hat für die Start-ups in Berlin, die bestgerankten Start-ups in Berlin. Hat er dann rausgesucht, 10, glaube ich, oder 12. Und wir haben uns für die Soundcloud-Skulptur entschieden, weil ich dachte, die passt hier am besten hin, weil unsere Galerie ist ja ein Club, der die ganze Zeit Musik macht. Ich veranstalte ja selber immer diese Sound Nights auch mit Künstlern, die eben halt Musik machen, und diese ganze Start-up-Kultur eben halt in Berlin eigentlich seit Ende der 90er irgendwie schon im Flur thematisiert, die Stadt prägt. Und jetzt in den letzten 10 Jahren eben halt besonders, und deswegen war es mir auch nochmal wichtig, diese neuere Position, neuere Reflexion dazu hier in der Ausstellung zu zeigen. Und für mich ist es eben halt nicht wegzudenken, diese kommerzielle Dimension des Netzes und wie Künstler darauf reagieren. Ich finde sozusagen, er hat eben halt in dieser Skulptur auch eine Form gefunden, die eben halt meines Erachtens nach trotzdem immer noch gekürzt hat, als er aus der Kultur dieses Netzes stammt. Ja, also es schließt sich dann für mich der Kreis eben halt wieder zu Lüttgert und zu den anderen. Ja, das war's. So würde ich sagen. Ja, vielen Dank für die Tour.
gerne. Und wir sehen uns dann in der Punk-Galerie. Genau. Ja. Und wie sind eure Öffnungszeiten? Mittwoch bis Sonnabend von 15 bis 19 Uhr. Und wie lange läuft die Show noch? Bis 23. November. Und wir haben 2018. Und wir haben auf unserer Webseite netzkunst.berlin auch noch Informationen zu mehreren Events. Cool. Super. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke.